بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، so machen wir weiter in unserer Playlist Dein Charakter, deine Visitenkarte. Rund um das Thema der Charakter des guten Muslims und am Ende etwas über den schlechten Charakter, sodass du eine kompakte Playlist darüber hast, inshallah wa ta'ala. Der Autor sagt, At-Targhibu fi husni al-Khuluq. At-Targhib kommt von Ar-Raghba. Ar-Raghba ist das Begehren einer Sache. Jetzt kommen also Ahadithe, Verse, die dein Begehren erwecken, den guten Charakter an den Tag zu legen. Er sagt, وَكَفَى بِحُسْنِ الْخُلُقِ شَرَفًا وَفَضْلًا أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ بِهِ تُنَالُ الدَّرَجَاتُ وَتُرْفَعُ الْمَقَامَاتِ. Er sagt, es reicht schon an Ehre und Vorzüglichkeit in Bezug auf Husn und Chuluq, gute Charakter, dass es zu den besten Taten gehört der Wahrhaftigen und der Rechtschaffenen. Denn dadurch erlangt man die höchsten Stufen und die höchsten Ränge überhaupt. Und warum es immer als Tat der Wahrhaftigen genannt wird, haben wir im letzten Teil erwähnt in Bezug auf Abu Bakr. Merkt ihr das? وَإِنَّ لِحُسْنِ الْخُلُقِ فَضَائِلَ وَعَدِيدَ. Der gute Charakter hat sehr viele Vorzüge, Fada'il, Vorzüglichkeiten. Awala, jetzt fängt er an, erstens, zweitens, über 10 Stück, inshallah, werden wir erwähnen. Mal gucken, ob wir alle erwähnen, aber ich denke, dass wir alle erwähnen werden, inshallah, wa ta'ala. Das ist auch unser Ziel, genau, das schaffen wir, inshallah. Ich denke nicht in einem Unterricht jetzt, aber wir gucken, wie viel wir heute schaffen. Khair. Nur der erste ist sehr lang. Spielt keine Rolle. Hauptsache, wir profitieren, inshallah. Es geht um den guten Charakter. Sehe keinen Unterricht als zu lang. Wenn du einen Unterricht siehst, der über eine Stunde geht, sag nicht, oh, eine Stunde. Sag eine Stunde, Hasanat machen. Wir müssen diese Krankheit entfernen aus unserem Herzen. Sobald ein Unterricht gesehen wird, der eine halbe Stunde geht, oder 40 Minuten oder eine Stunde, fängt jeder an zu seufzen. Es geht um das Paradies, subhanallah. Es geht um das Paradies und um Wissen. Wenn die Gelehrten so wären wie wir, er hätte uns nichts erreicht vom Wissen. Er hätten sie keine Enzyklopädien von Tafsir geschrieben und hätten sich nicht angestrengt, die Hadithe zu erklären und die ganzen Bücher zu verfassen. Ist doch für uns. Also sind wir dankbar und lesen eine Stunde oder hören eine Stunde zu. Nur zuhören. Keiner hat gesagt, reise. Steig auf dein Reittier und reise einen Monat weg. Setz dich hin, hol dir ein kaltes Getränk, knabber von mir aus daneben was. Hauptsache, du profitierst. Erste Vorzüglichkeit, Al-Amru Bihi. Der Befehl, den guten Charakter an den Tag zu legen, weist darauf hin, dass es eine vorzügliche Sache ist. Denn Allah befiehlt uns nur die guten Dinge. Wo ist der Befehl? In Sure 7, Suratul Araf. Die Anhöhen. Die Anhören, Suratul Araf, genau, Vers 199, als Allah subhanahu wa ta'ala sagte, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. خُذِ الْعَفْوَ ist der Befehl, übe Nachsicht. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ und gebiete das Allgemeingute. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ und halte dich fern von den Toren beziehungsweise von den Unwissenden. Gucken wir, was der Vers in sich hat. Er sagt hier, der Vers hat nämlich eine Geschichte. وَلَقَدْ اِسْتَأْذَنَ الْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ. Also, ein Mann namens Al-Hur ibn Qais hat um Eintritt gebeten bei Uyaynah ibn Hisn. فَأَذِنَ لَهُ عُمَر. So hat Umar erlaubt, dass er rein darf. Denn Umar war der Kopf dieser Sitzung. Und jemand hat angeklopft und Umar hat dem Mann gesagt, mach ihm auf, lass ihn rein. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِي
Als er dann reinkam, sagte er, hä, so ein auf, ja. Er sagt hier, wahia kelimatu tahdid. Das ist ein Wort, welches die Araber benutzen, dieses hi, um jemanden zu drohen, zu warnen, jemandem etwas negativ anzuprangern. Hey, ja, Omar. Er sagte, hey, hier bin al-Khattab. Ja, o Sohn von Khattab. Fawallahi ma tu'tina al-Jazala. Bei Allah, du gibst uns nicht unseren Jazal. Qala annaka bakhil. Gemeint ist, du bist geizig. Wala tahkumu baynana bil-Adl. Und du herrschst zwischen uns, wenn Dinge passieren, nicht mit Gerechtigkeit. Heißt, du bist ungerecht. Allahu Akbar. Jemand klopft an. Du sagst, lass ihn rein. Der kommt rein, wirft dir ein schmutziges Wort zu und sagt, du bist ungerecht und du bist geizig. Allahu Akbar. Was ist passiert? Faghadiba Umar hatta hamma bihi. So wurde Umar zornig, hatta hamma bihi. Er wollte auf ihn losgehen. Dieses Hem, dieses auf einen losgehen wollen. Qala ay arada. Er wollte auf ihn losgehen. Faqala lahu al-hur. Dann sagte dieser Hur, ja Amir al-Mu'minin, o Führer der Gläubigen, inna Allah ta'ala qala li nabiyyih. Allah subhanahu wa ta'ala, der Erhabene, sagte seinem Propheten diesen Vers: Khudh al-afwa wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha min al-jahilin. Subhanallah. Also dieser Hur, wer hat das Umar gesagt? Dieser Uyayna. Dieser Uyayna hat Umar getadelt. Hur, der anwesend war, der die Tür geöffnet hat, sagte, ja, oh, Führer der Gläubigen, hast du nicht den Vers Allahs gehört, dem er seinen Propheten herabsandte? Übe Nachsicht, gebiete das Allgemeingute und halte dich fern von den Dschahilin. Er sagte, wa inna hadha min al-Jahilin, der hier reingestürmt ist oder um Eintritt gebeten hat und dich hier tadelt, bei Allah, er gehört zu den Jahilin. Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alayhi wa kana waqafan 'inda kitabillah. Allahu Akbar. Überliefert in Bukhari. Er sagt, wallahi ma jawazaha Umaru hat hina talaha alayhi. Yani, das heißt, als er diesen Vers gehört hat, hat er innegehalten. Schau mal hier eine Eigenschaft von Umar. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Und er hat immer ein Stoppschild gesehen, wenn er ermahnt wurde durch Verse. Er wollte auf ihn los, hat einen Vers gehört, seine ganze Wut und Zorn ist verschwunden. So sind die Gläubigen, wenn sie hören, sami'na wa ata'na. Das heißt, er hat sofort gehandelt nach dem Vers und ihn nicht übertreten, dem, was er anbefiehlt. Und der Vers befiehlt hier an, übe Nachsicht. Also hat er sofort Nachsicht geübt. Und das zeigt auch, dass man einen guten Freundeskreis haben sollte. Denn wäre der Uyayna, Hur nicht da, der ihn ermahnt hat, Omar, wäre wahrscheinlich auf ihn losgegangen. Subhanallah. Also hieß der Befehl, dass man schöne, gute Nachsicht üben sollte. وعن وهب بن كيسان قال von وهب بن كيسان sagte سمعت عبد الله بن الزبير سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر. Also dieser وهب بن كيسان hörte عبد الله بن زبير auf der Kanzel Freitag sagen خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Also den Vers, übe Nachsicht und gebiete das allgemein Gute und halte dich fern von den Jahilin, von den Toren. Qal, er sagte, Wallahi, bei Allah, ma amara biha an tu'khada illa min akhlaqin nas. Wallahi, la akhudhannaha minhum ma sahibathum. Falau akhada an nasu kulluhum bihadhi al-ayah, lakafathum wa shafathum.
Also er spricht über diesen Vers und sagt, sinngemäß, wenn sie diesen Vers nehmen würden, würde es ihnen Genüge sein. Absolut Genüge und sie sogar heilen. Allahu Akbar. ومعنى ذلك gemeint ist damit أن تشكر الناس على ما جاء منهم من الخير والإحسان وما سمحت به طبائعهم من الخلق الطيب ولا تطلب منهم ولا تطالبهم بما زاد عما حصل. Er sagt hier, gemeint ist, dass du den Menschen danken sollst in Bezug, was von ihnen kommt. Du wirst auf niemanden perfekten treffen. Also was von ihnen kommt, vom Guten und vom Gaben, nimm an. Nimm es an und bedank dich dabei. Auch wenn es teilweise zum Lachen ist. Nimm es an. وَمَا سَمَحَتْ بِهِ طَبَائِعُهُمْ مِنَ الْخُلُقِ الطَّيِّبِ. So wie sie halt erschaffen worden sind. So wie es seine Natur gibt. Manchmal denkst du, jemand veräppelt dich, aber er meint tatsächlich ernst mit dem, was er sagt oder macht. Nimm es an. وَلَا تَصْلُبْ مِنْهُمْ وَلَا تُطَالِبُهُمْ بِمَا زَادَ عَمَّ حَصَلْ. Verlange dann auch nichts von mehr als was passiert ist oder was gegeben wurde. وَلَوْ كَانَ لَازِمًا لَهُمْ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَسْتَرِيحُ وَتُرِيحُهُمْ. Denn so findest du innere Ruhe und sie finden ebenfalls Ruhe. Wenn wir ständig jedes Mal, wenn wir etwas Übles sehen, tadeln würden, dann bist du ständig auf Hochtouren und sie ständig werden getadelt, für sie auch unangenehm. So sind unsere Motoren ständig auf 180. Seine, weil er ständig getadelt wird, und deine, weil du jede Sache anprangerst. Also, خذ العفو, übe Nachsicht. Und das muss man sehr viel machen, besonders wenn man unter den Menschen ist. أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب ويستحب. So solltest du sein, was vorher erwähnt ist. Jetzt sagt er hier, was aber jemanden angeht, der von den Menschen will, dass sie vollkommen sind und perfekt sind in dem, was Pflicht ist und was مستحب ist. وإذا أخلوا بشيء من ذلك, und wenn sie etwas von den Pflichten oder beliebten Taten unterlassen, عاتبهم وأهدر ما جاء منهم من الخير والإحسان. Machte alles zunichte von ihnen, nimmt von ihnen nichts an und sieht sie als nichts. Warum? Weil sie Mängel haben in Pflichten und in freiwilligen Taten, in beliebten Dingen. Und alles, was sie ein Gutes tun, akzeptiert er nicht und sieht es nicht an, weil es mangelhaft ist. فهو عن حسن الخلق بمعزل. Er sagt, derjenige, der so handelt, er ist weit entfernt von حسن الخلق. بمعزل, entfernt. اعتزال, معتزلة, kommt hier nur von, sie haben sich damals von der Sitzung von Hassan al-Basri entfernt. So bist, deswegen nennt man sie auch ein Mu'tazila. Hier sagt er, wer so handelt, auf jede Kleinigkeit pingelig achtet, so bist du vom حسن الخلق معتزل, weit entfernt. ولا يزال معهم في نزاع ولجاج وعتاب. Und du, hey Wallah, und du wirst ständig in Streitigkeiten sein und Hartnäckigkeiten sein und Vorwürfe werden sie dir machen und du ihnen, und das gebührt sich nicht. Das gebührt sich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, Namen kommen hier und spielen eine große Rolle. Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Afu haben wir im ersten Teil gesehen. Viele Sachen, es ist einfach so, muss man drüber hinwegsehen und vergeben. Weil die Menschen sind sehr fehlerhaft. Der Redner und der Zuhörer. Fehlerhaft hoch 10. Und du wirst von den Menschen mehr Übel erfahren als Gutes. Also stell dich darauf ein, zu vergeben und zu überhören und hinwegzusehen. In Freundschaften, in Moscheen, sogar bei einer Ehe, mit deinen Kindern, Nachbarn,
Denn wenn du umgekehrt machen willst, auf jedes, wie er hier sagt, Wajib und Mustahab und in Pflichten und Erwünschten und Beliebten und in jeder Sache mit der Lupe rangehst, wirst du verrückt. Du wirst es nicht ertragen können und du wirst auch unertragbar sein. Schau mal hier, hier kommt der goldene Satz. Er sagt, derjenige, der aber die Ärmel hochkrempelt und sich ernst, yani der sozusagen ernst macht, sollte sich vorbereiten auf, worauf, dass viel Mangel du bei den Menschen sehen wirst, in Bezug auf dich auch. Dein Recht wird dir nicht gegeben, es wird über dich gelästert, etc. Du wirst Mangel sehen und Fehler und Vorwürfe. Er sagt hier, derjenige, der reingehen will in diese Charakterwelt, der soll sich bitte darauf vorbereiten. Krempel hoch, geh rein unter die Menschen und du wirst Mängel sehen und Fehler und alles Mögliche wird dir angetan, besonders wenn du in einer Führungsposition bist. Also mach dich darauf gefasst, dass du viel Mangelhaftes sehen wirst, hören wirst, dir Unrecht getan wird und über dich gelästert wird. Das ist die Natur der Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er kam, wurde er betitelt mit Majnun, Geisteskranker und Sahir und Zab ja sogar Allah. Echt? Ena, Wallahi, sogar Allah. Waqalu ittakhadha Allahu walada. Und die sagen, Allah hat sich ein Kind genommen. Und in anderen Versen haben sie die Engel zu seinen Töchtern gemacht. Ja, das ist doch auch eine Lästerei über Allah. Und im Hadith Qudsi, bedanken sich sinngemäß, sie bedanken sich bei jemandem anderen, obwohl ich sie erschaffen habe und sie versorge. Das ist alles Tadel gegenüber Allah. Wer bist du dann? Wer bin ich dann, dass wir davonkommen? Von den Zungen der Menschen. Niemals. Sahaba sind tot in ihren Gräbern und sie kriegen immer noch Lästereien von den Menschen. Subhanallah. Deswegen hat er gesagt, bereite deine Seele und stell dich darauf ein, dass du gepeitscht wirst mit Zunge und Augen und Wörtern. Und die damaligen Gelehrten sogar. Mit der wahren Peitsche. Imam Ahmed wurde gepeitscht, Abu Hanifa wurde gepeitscht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie von ihnen Fatawa und Aussagen haben wollten, die nach ihrer Meinung und Ansicht nicht islamkonform waren. Also wurden sie körperlich sogar gezüchtigt. Das meint er mit, bereite dich vor, dass du Leid erleben wirst. La ilaha illallah. Auch für die, die in die Dauer gehen, mach dich drauf gefasst. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوجته فقال genau in allen zwischenmenschlichen Handlungen unter Freunden Kinder Eltern hier geht er jetzt darauf ein in Bezug auf die Eheleute sogar da gibt es einen Hadith der darauf hinweist schönen Charakter zu zeigen er sagte la yafruk au la yafrak mu'minun mu'mina Ein gläubiger Mann soll eine gläubige Frau, beziehungsweise seine Ehefrau, nicht verabscheuen und hassen. In kariha minha khuluqan, radiya minha akhar, rawahu Muslim. Wenn er von ihr eine Charaktereigenschaft, guck mal hier, khuluqan, verabscheut, so wird er doch mit einer anderen zufrieden sein. Und so läuft es in allen zwischenmenschlichen Handlungen. Du, sogar deine eigene Ehefrau, die du ja in der Ehe erst wirklich kennenlernst. Was heißt dieser Hadith? Verabscheue sie nicht. Es kann sein, sie ist vielleicht schlampig im Haushalt, aber dafür ist sie eine super Köchin. Oder die Frau zum Ehemann. Wir tadeln ja nicht nur die Frauen. Umgekehrt, vielleicht ist dein Mann jemand, der. Sag du mir. Der vielleicht dir nicht viel Aufmerksamkeit schenkt, dafür ist er aber jemand, der extrem gut
oder heftig die hilft im Haushalt oder sonstiges. Okay? Also das meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Du wirst keinen perfekten Mann, perfekte Frau finden, sogar in der Ehe. Es ist einfach so. Und deswegen verneint er hier oder verbietet hier, dass man sich nicht gegenseitig zürnen und hassen soll. Wenn du eine Eigenschaft von ihr liebst oder hasst, wirst du eine andere dafür mögen. Sie kocht vielleicht nicht gut, aber ist dafür sehr nett zu deinen Eltern. Oder umgekehrt, mit deinen Eltern hat sie nicht viel zu tun, dafür ist sie eine super Köchin. Vielleicht kocht sie nicht gut, dafür macht sie halt sehr gut sauber, kümmert sich um die Kinder etc. Ihr wisst, was gemeint ist. So musst du schauen, durch diese Brille. Ja, okay, so. Genauso wie mit deinem Freund, mit dem du abhängst, oder Freundin, die Schwestern untereinander. Du wirst keinen perfekten finden. فأمر بالإرضاء عما فيها من العيوب. Also sagt er hier, فأمر بالإرضاء عما فيها من العيوب. الإرضاء, also nicht beachten, Auge zudrücken. Das nennt man Al-Ghafil. At-Taghaful. At-Taghaful ist ein wichtiger Punkt bei Freundschaften, zwischenmenschlichen Handlungen und besonders bei der Ehe. At-Taghaful kommt rein fa-la. Rein. Buchstabe Rein und Fa und Lam von Raffel, Raffler, Rulf, weist auf etwas Verpacktes hin. Raffler ist die Unachtsamkeit, hat dich genommen, hat dich verpackt. Und das musst du in der Ehe machen. Ich würde gern heute, wenn ich von der Arbeit komme, bitte, dass das Wohnzimmer einmal kurz komplett sauber gemacht wird mit Staubsauger, inshallah. Ja? Wenn ich von der Arbeit komme, würde ich gerne mich auf die Couch sitzen und einen sauberen Wohnzimmer vor mir haben. Du kommst nach Hause, es sieht schlimmer aus als vorher. Was machst du? Tick nicht aus. Tarafen. Mach einen auf unachtsam. Vielleicht hat sie mich nicht gehört, vielleicht hatte sie was zu tun mit den Kindern. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wenn du jedes Mal ein Detail anprangerst, wird keine Ehe halten. Also sagt er hier, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, Dinge manchmal nicht zu beachten, die tadelnswert sind und mangelhaft sind. وَأَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَى مَا فِيهَا مِنَ الْمَحَاسِنِ وَالْمَنَافِعِ. Schau zu den Dingen, die gut bei ihr sind. Und schau auf die nützlichen Dinge von ihr. Umgekehrt natürlich auch. وَيَجْعَلَ هَذَا شَفِيعًا لِهَذَا. Und gleich das dann mit dem anderen aus. Lass das für das einspringen und fürsprechen. Wie gesagt, sie kocht nicht gut. Dafür macht sie super sauber. Dö, 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 dö. Schließ das mit dem anderen aus. Denn dadurch bleibt ihr dauernd ständig Eheleute. Nur so funktioniert es. Du hast keinen Engel geheiratet und du, lieber Bruder, auch keine Engelin, auch wenn es bei Engel kein Geschlecht gibt. So bleiben auch die Freundschaften bestehen. Und so werden die Streitigkeiten und die Ausraster auch weniger, dass man über bestimmte Sachen hinweg sind. Und das ist die Grundregel, zu vergeben und darüber hinweg zu sehen. Denn wir sind mangelhaft und fehlerhaft. وقس على هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم جميع المعاملات والحقوق. Genau. Er sagt, tu hier den Analogieschluss, Al-Qiyas praktizieren. Hier meint er vorhin gerade die Ehe. Nimm, ist ja eine zwischenmenschliche Handlung. Nimm das, praktiziere es auf deinen Freundeskreis. Nimm das, praktiziere es auf deine Klasse, wenn du ein Lehrer bist. Nimm das und praktiziere es auf deinen Verein, in dem du bist. Auf alle Menschen, mit denen du zu tun hast. فالمعاملة بين الوالدين وأولادهم. Guck hier, wie zum Beispiel das Verkehren zwischen Eltern und Kindern. إذا كانت على هذا الوصف حصل البر. Wenn sie so handeln, dass man hinwegsieht über viele Sachen, passieren die guten Dinge und die Güte lässt sich in der Wohnung herab. Aber wenn die Mutter jedes Mal das Kind auseinandernimmt wegen Kleinigkeiten, es wird immer Streitigkeiten geben. Das Kind ist unter Dauerstress und die Mutter ist unter Dauerstress. Und es entsteht eine Art Hass und Groll.
إذا وطن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من البر ولو قليلا. Und so passiert auch das Gute, wenn du dich schon einstellst, dass du nur wenig Gutes von den Menschen kriegen wirst. Alhamdulillah, dann ist das passiert, was du erwartet hast. Und viel Übel, dann wird es dich auch nicht mehr überraschen, weil du weißt, der Kern des Menschen ist mangelhaft, fehlerhaft. Meistens gibt er dir dein Recht nicht. So beschrieb ihn Allah. Der Mensch ist ungerecht, undankbar. So ist seine Natur. Also sagt er hier, stell dich drauf ein, o Vater und Mutter, dass du nur wenig Dankbarkeit bekommst von deinen Kindern. Wa'afa an taqsirihi. Vergib ihnen ihre Mängel. Ist da der Birr. Und wenn du das machst, wird die Güte mehr werden. Wa hasala li walidayni raha. Und die Eltern verfallen in eine Art Ruhe, Seelenruhe. So möge Allah denjenigen erbarmen, der seinen Kindern hilft, ihm gegenüber gütig zu sein. Genauso die Kinder. Sie müssen diese Güte den Eltern gegenüber bringen. Und o Kinder, stellt euch auch darauf ein, dass euch von euren Eltern Übel erfahren werdet, Übel treffen wird, genauso wie jetzt er gerade die Eltern angesprochen hat. O Eltern, macht euch bereit, dass von den Kindern wenig Dankbarkeit kommen wird, viel Ungehorsam. Dadadadada. O Kinder, stellt euch auch darauf ein. Minzu il Khuluqi wa sharasati. Die Mutter vielleicht hat mal eine böse, eine wilde Phase, wo ihr vielleicht ein paar Wörter rausrutschen, die sie so nicht meint. Die sind in ihrem Alltagsstress, kochen, putzen etc. so von sich lässt. Stell dich drauf ein. Liwattinu anfusahum ala ihtimaliha wa an yashkuruhum ala ma nalahum minhum min al ihsani mahma kan. Bedankt euch, auch wenn es wenig sein sollte, in euren Augen von euren Eltern. فهذا من البر والصلة التي لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. Das gehört zur Güte und zum guten Benehmen gegenüber den Eltern. Stell dich auf Mangelhaftigkeit ein. Stell dich darauf ein, dass du angebrüllt wirst, dass du angeschrien wirst, dass du nicht beachtet wirst, dass dir gesagt wird, du bist eh nur ein kleiner Lümmel, du hast nichts zu melden. Stell dich darauf ein. Ganz einfach. Und so gehst du mit ruhigem Gewissen durch die Welt. وكذلك حقوق الأصحاب والجيران والمعاملين. Genauso mit Freunden und Nachbarn und mit denen man so zu tun hat. ينبغي أن يسلك معهم هذا المسلك. Geht mit ihnen in gleicher Weise vor. القناعة بما جاء منهم. القناعة. القناعة كنز, sagen sie. Al-Qana'a, sich zufrieden geben mit dem, was man hat, ist ein Schatz. Also gib dich schon vorher mit dem zufrieden, was von den Leuten kommt. Verlang nicht, dass sie dich auf dem roten Teppich und gib einfach dich zufrieden mit dem, was von den Leuten kommt. وتحمل ما لا يوافق الإنسان من قول أو فعل أو معاملة فبذلك تدوم الصحبة وتقوى. Ertrage auch. Gehört dazu. Ertrage, was von ihnen kommt. Wie oft dein engster Freund sagt ein Wort, was dir nicht gefällt. Macht eine Tat, die dir nicht schmeckt. Aber wie gesagt, wenn wir jedes Wort abwägen, wird es keine Freundschaft mehr geben. Und wird es keine Eheleute mehr geben? Und die Kinder werden abhauen von den Eltern? Und die Eltern werden abhauen von den Kindern? Etc. 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 Deswegen wurden uns, ist dieser Befehl da. Khudil Afu, wir sind ja noch beim ersten Punkt. Über Nachsicht. Hinwegschauen. Sagt er, so verbleiben die Freundschaften und werden dann auch stärker.
أما من كان إذا جاءه من أصحابه ومعامليه ونحوهم سيئة واحدة was aber denjenigen angeht, hier kommen wir dann zu unserem, der von sich viel hält und der denkt, er wäre König und alle müssen ihn seine Hand küssen. Was aber so einen angeht, أهدر بها ما سبقها من المحاسن. Der löscht eigentlich alles aus, was ihm vorher an Gutem kam von ihnen. Denn du musst auch gerecht sein. Von dem, der dir jetzt ein schlechtes Wort gesagt hat, da hat dir auch 100-mal was Gutes getan. Also warum legst du jetzt dieses schlechte Wort auf die Goldwaage und dadurch willst du die Freundschaft abbrechen? Sie besteht doch seit 10 Jahren. Jetzt hat er ein Wort gesagt und du willst direkt abbrechen. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Und deswegen vorher hat er gesagt, hier in Bezug auf die Eheleute, وَيَجْعَلَ هَذَا شَفِيعًا لِهَذَا Lass diese gute Tat Fürsprache sein für die schlechte. Ja, hat mir letztes Jahr, was weiß ich, was geschenkt und dieses Jahr nicht. Warum sollte ich jetzt ausrasten? Dann nehme ich das Geschenk von letztes Jahr und tue es hier gut und tue es hier draufstellen, so ist es wieder auf Null. So sagt er, sollst du handeln. Na. فهذا من أعظم الحمق وقلة الوفاء وعدم الإنصاف. Er sagt, das gehört zur gewaltigsten Dummheit und قلة, wenig Treue bis gar keine Treue وعدم الإنصاف. Und man ist nicht gerecht. Okay? Man ist 5 Jahre befreundet, du hast von ihm Gutes gesehen und Schlechtes gesehen und Gutes gesehen und jetzt macht er wieder was Schlechtes und du willst alle die ganzen 5 Jahre wegschmeißen. So läuft das nicht. So sind halt Freundschaften. So ist Ehe. Streit, dann wieder gut. So sind Eltern und Kinder. Streit, dann wieder gut. Man kann bi hadha al-wasf, wer diese Eigenschaft in sich trägt, wa huwa ab'adu an-nas min husni al-khuluq. Wisse, dass du sehr weit entfernt bist vom guten Charakter. Wal maqsudu an al-mu'amalah bayna al-mukhtalitayn wal-murtabitayn bi haqqi min al-huquq. Idha buniyat ala qawlihi khudh al-'afw. Er sagt, die zwischenmenschlichen Handlungen und unter den Leuten, denen man sich so mischt, und Eltern und Kinder und Ehe und Nachbarn, wenn sie auf diese Grundbasis aufgebaut werden, auf diese 2 Wörter im Koran, Khudil, Afu, übe Nachsicht, wenn das deine Regel ist, bei allen zwischenmenschlichen Handlungen, فَوَطَّنَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ عَلَى أَخْذِ الْمَنَافِعِ وَالصَّفْحِ عَنْ دِدِّهِ أَوْصَلَتْ صَاحِبَهَا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ wird dich führen zu allem Guten, wenn du das als Regel nimmst. So wird es ihn auch trainieren, dieser Vers, das Gute von den Leuten anzunehmen und das وَالصَّفْحِ عَنْ دِدِّهِ und vergeben das Gegenteilige, nämlich das Übele. Und أَوْصَلَتْ صَاحِبَهَا إِلَى كُلِّ خَيْرٍ und wird denjenigen zu allem Guten führen. Die Freundschaft bleibt bestehen, dein Freund weiß, dass du ihm vergibst und du lässt immer den Vers handeln, خُذِ الْعَفْوَ, über Nachsicht. وَسَلِمَ بِهَا مِنْ شُرُورٍ كَثِيرَةٍ viel Übel ersparst du dir dadurch. Viele Streitigkeiten ersparst du dir dadurch. Wie viele gibt es, die aufgrund eines Details streiten und immer wieder das gleiche Thema. Immer wieder macht er das gleiche Thema auf. 100-mal durchgekaut, ihm fällt nichts ein, als wieder über das gleiche Thema zu sprechen. Der ist weit entfernt von Husnul Khuluq. وَإِذَا بُنِيَتْ عَلَى اسْتِقْصَاءِ عَلَى الْاِسْتِقْصَاءِ Wenn aber die Freundschaft, pass auf, aufgebaut ist, auf al-istiqsa, eine gründliche Untersuchung, wie ein Detektiv, durchleuchtet er alles mit dem, wie heißt es? Fällt der Name nicht ein. Krankenhaus, mehr Röntgen. Er muss alles durchröntgen und reingucken und mit der Lupe, was mit dem Mutalaba Jami' al-Haqqin al-Mustawfa und verlangt all seine Rechte, die abgemacht wurden oder die ihm zustehen, hasala naqsu wal khalal.
Wisse, dass Mangel entstehen wird und Fehlerhaftigkeit entstehen wird und Streitigkeiten entstehen werden in eurer Beziehung. Wie gesagt, in allen. Eltern, Kinder, Ehemann, Ehefrau, Freund, Freund, Freundin, Freundin, Fußballverein, Sportverein, sonst wo. Wenn du so bist, einer, der alles durchleuchten will und so, Hasala Naqsu wal Khalal, wirst du auf viele Fehler treffen werden und du selber musst einiges an Nerven aufbringen, ständig die Leute zu tadeln und ständig unter Strom zu sein im Streit. So kommen wir langsam dem Ende zu. Also der Vers ist in drei aufgebaut. Khudil afu, über Nachsicht, darüber haben wir geredet. Dann geht es weiter. Wa'mur bil ma'ruf und befehle das allgemein Gute. Was heißt das? Ey, bi kulli qawlin hasanin wa fi'lin jamil. Alle guten Worte und alle guten Taten. Rufe dazu auf. Wa khuluqin kamil und vollkommenen Charakter. Mach's den Leuten vor und rufe sie dazu auf. Lil-Qaribi wal-Ba'id, dem Nahestehenden und dem Weiten. Immer Ta'limi Ilmin. Al-Ma'ruf ist das Allgemeingute. Schau hier, jetzt gibt er dir einige Beispiele. Wie das Wissen beibringen. Au hathan ala al-Khair. Oder motiviere die Leute, Gutes zu tun. Ja? Hilf deine alten Nachbarin, deren Mann verstorben ist. Beispielsweise. Das ist eine alte, greisige Frau, die schon über 80 Jahre alt ist. Sie hat keinen, der für sie einkauft. Sie braucht einen, der einmal die Woche für sie einkauft. Mach das. Das gehört dazu. Und noch dazu, sie ist deine Nachbarin. Klopf an. Ja, Frau Müller, ich habe gehört, Ihr Mann ist gestorben. Brauchen Sie Hilfe? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wann gehen Sie einkaufen? Ich bin da für Sie. Allahu Akbar. Wunderschöne Tat. Genau, von den guten Taten sagt er, Silat-e Rahim, Verwandtschaftsbande pflegen. Au Birrul Walidain, Güte zu den Eltern, oder Streit schlichten, wieder zwischen zwei Menschen verbinden, au Nasihatin Nafi'a, oder jemandem einen nützlichen Ratschlag geben, oder einen Ra'yin Musib, einen guten Ratschlag geben, oder eine gute Meinung ihm geben, die ihm hilft im Leben, au Mu'awanatin ala Birr, oder du hilfst jemandem in einer Güte, in einer guten Sache. Er sammelt für Moschee Spenden, er braucht deine Hilfe für die Website, die zu erstellen. Da bist du auch dabei. Und so weiter. Oder umgekehrt, au zajrin an qabih, dass du die Leute abschreckst vom Üblen. Trink keinen Alkohol, halt dich fern von Drogen. Au irshadin ila tahsili maslahatin diniyya. Oder dass du jemandem hilfst und leitest zu einer Sache, ja, die ihm Nutzen bringen wird, sei sie diesseitig oder religiös, jenseitig. Na. Dann der dritte Teil des Verses, wa'arid anil jahilin. Khudil afu haben wir, wa'mur bil ma'ruf, wa'arid anil jahilin. Heißt, al-i'rad ist das, sich abwenden von al-jahilin. Und der Jahl im Arabischen heißt nicht nur Unwissenheit. Das ist ein Thema für sich. Jahl, vielleicht machen wir das mal. Es gibt ein Buch namens Dhammul Jahli, die Missbilligung der Unwissenheit. Da am Anfang erklärt er die Stufen des Jahls und wen die Araber als Jahil oder Jahl, was es betrifft alles im Arabischen, dieses Wort. Es ist damit nicht nur der Unwissende gemeint. Auf jeden Fall sagt er hier zu dem letzten Teil des Verses: فَمَنْ آذَاكَ بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ لَا تُؤْذِيهِ. Also, und halte dich fern von dem Jahilin oder wende dich ab von dem Jahilin, sagt er hier. Derjenige, der dir Übles antut, sei es durch Handgreiflichkeiten oder durch Wörter, la tu'zih, so tu ihm du nicht leid. Wa man haramak, la tahrimhu. Und wer dir verwehrt, verwehre du ihm nicht. Das heißt, gib ihm. Wa man qata'ak, fasilhu. Und wer dir abbricht mit dir, so halte du aufrecht. Das haben wir im ersten Teil gehabt. Und wer dir Unrecht tut, warum sollte ich dann auch diese Sünde tun? Bleib du gerecht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Er sagt, so wirst du erlangen durch diese schönen Charakterzüge, die wir vorher erwähnt haben,
Er gibt dir nicht, du gibst und so weiter. So wirst du unversehrt bleiben. Dein Herz und dein Körper bleiben unversehrt. Du bekommst heftige Belohnung. Wa husna dhikr, dein Image unter den Leuten wird bekannt, im Guten natürlich. Und jeder wird sagen, dass du einen super Charakter hast und einen vorbildlichen, hohe Charakterzüge hast. Und in der Aussage Warid und wende dich ab von den Jahilin, ist ein Hinweis darauf, die Charaktereigenschaft des Hilm zu haben, der Sanftmut. Und denn das ist eine Bedeutung von Al-Jahl, nämlich im Arabischen. Al-Jahl, dieses sinnlose Agieren, dieses tollpatschige, sagt man das so, Agieren, unbedachtes Agieren. Das Gegenteil davon ist Hilm, sanftmütig erstmal zu sein, bedacht zu sein, bevor man handelt. Ja, das nennt man auch Jahl. Al-Jahl und Taish ist ein Synonym. Einfach drauf los, ja, und wild. Das nennt man Jahl. Das Gegenteil ist ein Hilm. Er ist Halim, er ist sanftmütig. Er denkt erstmal nach, bevor er irgendeine Jahl-Aktion macht. Und wenn er schon hier anbefiehlt, sich von den Jahilin fernzuhalten, dann auch von der Unwissenheit, auch. Das heißt, halt dich fern von Taten der Jahiliyyah, der Zeit der vorislamischen Zeit, die ganzen Sünden und Katastrophen und auch von der islamischen Unwissenheit. Das heißt, strebe nach dem Wissen, lerne deine Religion. Wat-tanazzuhi an munaza'ati sufaha. Die Hohlköpfe, die Streitsüchtigen und Lustigen, halte dich von ihnen fern, das ist mit diesem Vers gemeint. Bewahre deine Ehre. Debattiere und diskutiere nicht mit jedem. Also der Lino hat auch über Hilm und Al-Jahlin. Und alles weitere von den schönen, lobenswerten Charakterzügen und richtigen Charaktereigenschaften sollst du dir aneignen. Faman qama bihadihi al-umuri faqad ittasafa bihusnil khuluq. Pass auf jetzt hier. Wir haben im ersten Teil gehabt die drei Säulen des guten Charakters. Wenn du dir diesen Vers noch zu Herzen nimmst, hast du wieder. Ja, vielleicht ähnelt sich hier der ein oder andere, aber hier hast du noch mal was, was dein Charakter formt. Diesen Vers in drei geteilt. Über Nachsicht haben wir darüber geredet. Gebiete das allgemein Gute haben wir geredet. Und halt dich fern von den unwissenden Törichten haben wir darüber geredet. Ja, es ähnelt sich schon, aber hier und da ist noch eine Kleinigkeit, die kannst du wohl hier nehmen, die wir bei den drei Säulen nicht hatten. Genau. فَلِلَّهِ مَا أَحْلَى هَذِهِ الْأَخْلَاقِ وَمَا أَجْمَعَهَا لِكُلِّ خَيْرٍ. Er sagt, bei Allah, wie schön, wie süß diese Charaktereigenschaften sie doch sind, wenn man diese in sich trägt. Und wie vollkommen sie doch sind, im das komplett Gute zu erlangen. Es gibt so viel Gutes, wie kann ich alles auf einmal mir gönnen? Sei so wie beschrieben. Genau. Das war der erste Punkt. Der Befehl, die erste Vorzüglichkeit, der Befehl an sich. Was ist eine Vorzüglichkeit des guten Charakters? Dass Allah es uns anbefiehlt. Weiß auf die Vorzüglichkeit hin, sonst würde er es uns nicht befehlen. Wie das Gebet und die Zakat und die Hajj, da stecken gute Dinge drin. Also, dass Allah dazu aufruft und befiehlt, weiß auf die hohe Stufe hin. Und da der Punkt so lang war, belassen wir es auch bei dem Punkt und machen dann inshallah ta'ala weiter. Die anderen Punkte werden dann kürzer, dann nehmen wir mal zwei, drei durch in einem Vortrag, inshallah. Aber ich sehe, wir haben hier knapp 45 Minuten. Das reicht für diesen Teil, inshallah ta'ala.
Nächstes Unterricht machen wir weiter mit. Soll ich verraten oder nicht? Lass dich überraschen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.